Mit einem Gerücht räumt der CSU-Parteichef gleich am Anfang der heutigen Pressekonferenz auf. Eine Rücktrittsdrohung seinerseits in Zusammenhang mit der Startbahnfrage habe Horst Seehofer definitiv nicht ausgesprochen. Rücktritte droht man nicht an, Rücktritte führt man durch. Alles andere ist unpolitisch. Und nachdem ich nicht die Absicht habe, sowas durchzuführen, gab es auch sowas nicht. Seehofer selbst macht am Montag noch einmal deutlich, dass es eine politische Lösung mit allen Beteiligten bräuchte, um die Startbahnfrage am Münchner Flughafen zu lösen. Und wir werden sie hinbekommen. Aber nicht mit Androhungen und nicht mit juristischen Wegen. Wir tricksen nicht, wir privatisieren nicht, wir kaufen die Stadt nicht raus. Ich will das nicht auf die lange Bank schieben. Möglich wäre also ein erneuter Bürgerentscheid in München, sollte die Zahl der Flugbewegungen signifikant ansteigen. Ich halte es im Moment nicht für zwingend, die Münchner Bevölkerung nochmal zu fragen, denn was soll denn dabei herumkommen? Selbstverständlich sagen die Münchnerinnen und Münchner mutmaßlich nochmal nein. Das war ja keine knappe Angelegenheit das letzte Mal. Wir wissen aus allen Umfragen, dass auch die Menschen in Bayern sagen, nee, wir wollen keine dritte Startbahn. Und im Übrigen, faktisch ist es auch nicht notwendig. Das zeigt ja auch die Entwicklung der Starts und Landungen am Münchner Flughafen. Es gibt keine Notwendigkeit einer dritten Startbahn im Moment. Mächtig Gegenwind bekommt Seehofer nun aus den eigenen Reihen. So hat CSU-Politiker Erwin Huber angekündigt, gegen einen erneuten Bürgerentscheid in München juristisch vorzugehen. Huber, der eine dritte Startbahn explizit befürwortet, erwägt eine Popularklage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Man kann es auch so machen, wie wir es heute gelesen haben. Dann ist es halt Gegenstand in jedem Wahlkampf. Es finden jetzt 4 Wahlkämpfe statt. Das kann man auch machen. Aber klug ist es nicht. Ich habe den Eindruck, Herr Seehofer hat seinen Laden nicht mehr im Griff. Er geht jetzt so aufs Ende seiner Amtszeit zu, die CSU folgt ihm nicht mehr. Jetzt braucht er die Bevölkerung plötzlich, um seine Positionen gegen die eigene Partei, die eigene Fraktion durchzusetzen. Wir sagen, hört doch auf mit diesem Staatsschauspiel und orientiert euch endlich an dem, was die Münchner Bevölkerung längst demokratisch beschlossen hat. Nein zur dritten Startbahn. Beste Freunde werden Horst Seehofer und Erwin Huber wohl definitiv nicht mehr.